Willkommen zurück. Jetzt gibt es als nächstes einen eigenen Vortrag von mir, was ich leider eben vergessen hatte bei dem vorherigen Vortrag. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne das Fragen-Tab benutzen, um dort die Fragen von euch dort reinzuschreiben. Ansonsten sehen wir uns in circa 20 Minuten im Anschluss zu meinem Vortrag wieder mit ein paar Fragen dann. Also bis gleich. Ciao. Recht herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit dem Titel Erfassung und Visualisierung der Personenanzahl in Gebäuden unter Verwendung des Internets der Dinge. Ich werde heute stellvertretend den Vortrag für den Markus hier halten. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Pascal Neiß. Ich habe eine Stiftungsprofessur seit dem Jahr 2018 an der Hochschule in Mainz und gefördert wird das Ganze durch die Carl Zeiss Stiftung. Unten rechts auf der Folie seht ihr jetzt noch nicht, aber dann gleich immer eine Foliennummer. Das bedeutet, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder andere Dinge im Nachgang zum Vortrag habt, schreibt euch vielleicht die Foliennummer auf, dann kriegen wir das danach ein bisschen schneller besprochen, das Ganze. Was ist unsere Motivation zu diesem Vortrag? Es geht um folgendes Problem. Jeder von euch kennt das vielleicht. Wo und wie viele Personen befinden sich in einem Gebäude? Das kann nicht nur interessant sein für die Feuerwehr oder für sonstige Einsatzkräfte, sondern es geht insbesondere dann darum, wenn die Einsatzkräfte zu euch oder zu dem jeweiligen Gebäude oder Einsatzort unterwegs sind, dass es dann sehr, sehr essentiell wichtig sein kann, wenn man genau weiß, wo oder in welchem Stockwerk oder in welchem Gebäudeteil sich Personen befinden und dann entsprechend die Einsatzkräfte vielleicht möglicherweise gezielt koordinieren zu können. Was ist unsere Idee, wie wir dieses Problem angehen möchten? Jeder von euch kennt es wahrscheinlich, ne? Man sieht es jetzt leider hier nicht genau, aber jeder von euch hat wahrscheinlich irgendwie gerade ein Smartphone bei sich, eine Smartwatch, ein Tablet oder auch einen Laptop. Und all die Geräte, wenn ihr es nicht absichtlich alles deaktiviert habt, aber all die Geräte, verteilen oder senden unterschiedliche Signale aus, ne? Angefangen über WLAN oder über Bluetooth. Und unsere Idee ist, dass wir basierend auf dieser Informationen, dass eure Geräte Informationen aussenden, dass wir dort versuchen, ja, all diese Geräte irgendwie zu erfassen und dabei Konzepte aus IoT, also dem Internet der Dinge, oder aus Smart City, Smart Home aufgreifen und das entsprechend umzusetzen, das Ganze. Ne? Also das Problem habe ich euch eben gezeigt und wie wollen wir dieses Problem angehen oder wir sind dieses Problem angegangen mit der Idee, dass ja jeder heutzutage ein Smartphone bei sich trägt, beziehungsweise eine Smartwatch hat oder irgendwelche anderen. Bluetooth-Kopfhörer wäre auch noch ein Beispiel. All diese Dinge. Das bedeutet, eine zentrale Fragestellung bei dem, was ich euch heute stellvertretend zeigen werde, ist, ja, wie können diese Geräte überhaupt ermittelt werden oder wie kann die Anzahl der Geräte ermittelt werden? Und natürlich habt ihr spontan als erste Idee wahrscheinlich auch, ja gut, aber wie kann man dann aus der Anzahl der Geräte irgendwie die Personenzahl ableiten? Das waren irgendwie so zwei zentrale Fragestellungen, die wir versucht haben anzugehen. Weiterhin ist es so, neben diesen zentralen Fragestellungen war es so, dass es zentrale Anforderungen bei der Umsetzung bei uns gab. Das bedeutet, wir wollten einmal ganz klar ja sogenannte Free Hardware oder Open Hardware einsetzen. Das bedeutet, für die Low-Cost-Sensoren, die wir verwendet haben oder verwenden wollten, dass dort bei uns Raspberry Pis zum Einsatz kamen. Also wir haben nicht irgendwie proprietäre Hardware gekauft, die unter Umständen das alles irgendwie kann, sondern wir haben gesagt, okay, wir möchten Low-Cost-Sensoren einsetzen, die idealerweise auch als freie Hardware zur Verfügung stehen. Zweite wichtige Anforderung bei uns, ne, wir wollen nicht nur frei verfügbare Hardware einsetzen, sondern wir wollen auch freie bzw. Open-Source-Software einsetzen,
sensorseitig, serverseitig oder auch später dann clientseitig. Und ganz wichtig, wir wollen nicht nur frei verfügbare Software einsetzen, sondern wir wollen auch Schnittstellen beziehungsweise Datenformate einsetzen für die Kommunikation, die ebenfalls ja, im Idealfall vielleicht vom OGC standardisiert sind oder auch sonst auf jeden Fall offengelegt sind. Wie bereits erwähnt, ne, als Sensor haben wir eine Raspberry Pi verwendet. Wir hatten einmal ein älteres Modul, Modell und ein neues Modell. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob bei beiden standardmäßig Wi-Fi und auch Bluetooth verfügbar sind. Wenn ihr euch aber ein aktuelles Modell kauft, da werdet ihr sehen, ne, bei dem Modell B, wie es, glaube ich, momentan heißt, also auf jeden Fall bei der neuesten Version ist es so, Wi-Fi wie auch Bluetooth sind dort verfügbar. Weiterhin ist es so, dass in unserem Testszenario oder in unserem Testaufbau wir Kali Linux als Betriebssystem eingesetzt haben, weil das die Besonderheit hat, dass es nicht nur ja, ein WLAN-Netz anbieten kann, sondern dass es halt eben ja, die Geräte erfasst, die zurzeit auf der Suche nach einem WLAN sind. Das bedeutet, wie könnt ihr euch das vorstellen, ne, wenn euer iPhone oder wenn euer Android-Telefon oder welches Smartphone ihr auch immer habt, wenn ihr dort nach einem WLAN sucht, werden sogenannte Beacon-Frames versendet. Und was wir uns dann serverseitig oder was wir sensorseitig dann verwendet haben, ist dieses sogenannte Probe-Request. Das bedeutet, ne, wenn euer iPhone oder wenn euer Smartphone nach einem WLAN sucht, dann wird so ein Probe-Request ausgesendet. Und wenn ihr dann einen Router habt, dann kann der mit seinen entsprechenden Informationen antworten. Das bedeutet, über diesen, ich will es jetzt nicht als Kniff bezeichnen, aber über diese Vorgehensweise haben wir dann versucht, ja, die Geräte zu identifizieren, die im Umfeld des Sensors sich gerade befinden, um darüber dann eine Aussage der Anzahl der Geräte im Umfeld machen zu können. Das bedeutet, ne, wir haben im ersten Schritt gesagt, okay, wir erfassen alle Geräte, die sich um den Sensor herum befinden oder die um den Sensor herum Signale ausbreiten. Das sind natürlich nicht nur Smartphones, Kopfhörer, sondern es können natürlich auch WLAN-Drucker sein oder Laptops oder möglicherweise auch Desktop-Rechner, die irgendwie aktuell nach WLANs in ihrem Umfeld noch am Suchen sind. Ganz wichtig, ich hatte es eben gesagt gehabt, wir wollen nicht nur die Geräte erfassen, sondern wir wollen natürlich auch mittels der verschiedenen Sensoren, die sich bei uns auf einem Stockwerk verteilt, aufgestellt wurden, wollen wir diese Informationen auch an einer zentralen Stelle irgendwie ablegen und dann natürlich im ersten Schritt auch das Ganze oder nächsten Schritt dann das Ganze auch irgendwie visualisieren. Ich hatte es erwähnt gehabt bei den Anforderungen, ne, wenn ihr danach sucht, welche Standards oder welche Schnittstellen gibt es dort vom OGC beispielsweise, dann werdet ihr auf jeden Fall auf das SensorSync API stoßen. Bei dem SensorSync API ist es so, bei der Spezifikation, die sieht vor, dass ihr über das HTTP-Protokoll eine REST API zur Verfügung habt, wo ihr dann über JSON eures ermittelten Informationen eines Sensors ablegen könnt. Das bedeutet an unserem Beispiel, ne, dass der Sensor mit einer zentralen Serverseite spricht und dann über JSON ablegt, wie viele Geräte, in Anführungszeichen Personen, sich gerade im Umfeld von ihm befinden. Ne. Das Ganze könnt ihr aber nicht nur, wie in unserem Beispiel, mit der Anzahl der Personen oder Geräte machen, sondern ihr könntet das beispielsweise, diese SensorSync API, auch für Wetterinformationen, Temperatur, Licht, Feuchte, was auch immer, das könntet ihr alles über diese Schnittstelle abbilden und entsprechend dann serverseitig die Informationen oder die Daten, die ermittelt oder erfasst wurden von eurem Sensor, entsprechend ja, abspeichern. Wie sah die Gesamtarchitektur aus von unserem Testaufbau? Ne, ihr seht es auf der linken Seite, ist es so, wir haben zwei Raspberry Pis gehabt. Auf den beiden Raspberry Pis war jeweils Kali Linux und wir haben dort über WLAN, beziehungsweise im nächsten Schritt wollen wir das noch über Bluetooth machen, analog. Das Ganze, ne, haben wir unsere Personenzahl erfasst, haben dann hier in der Middleware zu sehen,
über die SensorThings API die Informationen abgespeichert in der Postgres-Datenbank. Zu der Middleware vielleicht noch zu sagen, wenn ihr nach Implementierungen oder Referenzimplementierungen von dem Standard sucht, werdet ihr sehen, es gibt einmal dieses Ghost-Framework oder Ghost-Bibliothek, die wir eingesetzt haben. Ihr werdet aber sehen, es gibt auch noch von Mozilla eine Implementierung und ihr werdet auch sehen, es gibt, glaube ich, auch noch vom Fraunhofer eine Implementierung von der OGC SensorThings API. Wir haben uns für die Ghost-Implementierung entschieden. Wir haben das aber, wir können das jetzt nicht weiter begründen, ne? Also wir haben nicht einen Funktionsvergleich gemacht oder die verschiedenen Bibliotheken untereinander nochmal verglichen. Wir haben im ersten Schritt einfach das mit diesem Ghost ausprobiert und das hat wunderbar funktioniert. Deswegen gab es bei uns jetzt im ersten Schritt keine Ambition, dort uns die anderen frei verfügbaren Implementierungen auch noch anzuschauen. Neben der Erfassung und dem Abspeichern von den Informationen wollen wir das Ganze natürlich auch visualisieren. Wie sind wir dort vorgegangen? Ich werde es euch auf der nächsten Folie noch ein bisschen genauer vorstellen, ne? Aber die Visualisierung erfolgt bei uns über einen ganz einfachen Web-Client. Bedeutet, wir haben die Leaflet-Bibliothek, die vermutlich den meisten von euch bekannt ist, ne? Leaflet ist eine JavaScript-Bibliothek, wo ihr relativ mit gefühlten 3 oder 4 Zeilen JavaScript-Code einen Map-Client in der Webseite implementieren könnt und dort dann auch mit ein paar weiteren Source-Code-Zeilen relativ schnell auch Informationen über andere APIs abrufen könnt und die ganzen Informationen auch auf einer Karte visualisieren könnt. Was ihr jetzt hier auf der Folie seht als Beispiel, ne, ist eine OpenStreetMap-Karte, die relativ unkompliziert auf einer Webseite eingebunden werden kann. Und daneben seht ihr auch eine Information, die von dem verwendeten Ghost-Framework stammt, wo die Information eines Sensors als Marker oder als Pop-up auf der Karte angezeigt wird. Ne? Wir haben das jetzt erstmal 2D gehalten. Das ist jetzt noch nicht, dass ihr für einzelne Stockwerke die Informationen abrufen könnt. Im ersten Prototyp ging es bei uns aber erstmal darum, dass wir überhaupt die erfassten Sensordaten auf einer Serverseite ablegen können und wiederum auch in einem Client einfach und schnell visualisieren können. Ne, das bedeutet hier an dem Beispiel, wir können zumindest für ein Gebäudeteil sagen, wie viele Personen oder erfasste Geräte sich in diesem Moment befinden. Also ein ganz einfacher Client. Im nächsten Schritt haben wir auf jeden Fall vor, das auch noch stockwerkebasiert anzeigen zu können, um dann halt nicht nur zu sagen, okay, in diesem Gebäudeteil befinden sich 10 Personen, sondern auch Informationen noch anzeigen zu können, auf welches Stockwerk sich das Ganze bezieht. Weil wir relativ begeistert waren von diesem Ghost-Framework, was wir verwendet haben, wollte ich euch hier auch nochmal vorstellen. Dieses Ghost, das bietet euch nicht nur die Möglichkeit, die Informationen serverseitig abzulegen, die euer Sensor erfasst hat, sondern ihr habt dort auch in diesem Ghost ein Dashboard, wo ihr euch Diagramme anzeigen lassen könnt, die den Verlauf anzeigen des Sensors oder der erfassten Informationen. Das wollte ich euch zumindest mal kurz erwähnen, dass dort das eingesetzte, die von uns eingesetzte Middleware auf jeden Fall auch schon viele weitere Funktionalitäten bereitstellt, die vielleicht auch schon für den einen oder anderen nützlich sein können. Weiterhin auch alles, was ich euch heute gezeigt habe oder noch, was ich euch gezeigt habe, ich glaube, so viel Neues kommt jetzt nicht mehr dazu, ist verfügbar auf GitHub. Also der Source Code, den ihr benötigt, um einen Raspberry Pi, um andere Geräte mittels dem Raspberry Pi zu erfassen, ne, das findet ihr auf GitHub und auch die Kommunikation mit der Middleware beziehungsweise den Map Client für die Visualisierung, diesen Source Code. Der ist komplett frei verfügbar, findet ihr auf GitHub. Eine zentrale Fragestellung hatte ich euch am Anfang gesagt gehabt, ne? Also die Idee war nicht nur gewesen, zu sagen, wir bauen mal einen Prototyp, der die Anzahl der Geräte und damit möglicherweise der Person im Umfeld ermittelt, sondern die Idee war auch gewesen, zu untersuchen oder zu evaluieren, wie verlässlich ist denn diese Auskunft bezüglich der Geräte, die sich im Umfeld befinden.
Also wenn euer Sensor beispielsweise 15 Geräte erfasst, welche Anzahl von Personen bedeutet das, die sich gerade um den Sensor herum befinden? Die Idee war Anfang des letzten Jahres und ja gut, was soll ich sagen? Dann kam Corona dazwischen und unsere Tests und Evaluierung ist so ein bisschen über den Haufen geschmissen worden. Also die wirkliche Aussage ist jetzt das Ganze verlässlich oder nicht, mussten wir leider noch ein bisschen aufschieben. Ich hoffe mal, dass jetzt vielleicht zum Ende des Jahres das bezogen auf die Hochschule vielleicht ein bisschen besser wird, dass wir dort einfach wieder Publikumsverkehr haben und das Ganze dann noch mal ein bisschen näher evaluieren können, wie verlässlich denn diese Aussage überhaupt ist bezüglich der erfassten Geräte und der damit verbundenen Geräte, Personen, die sich im Umfeld befinden. Ihr seht so ein ansatzweise so ein bisschen in den Diagramm. Wir haben die Sensoren mal in zwei Räumen über eine Woche laufen lassen und Informationen sammeln lassen, haben dann versucht auch durch Personen, die in den Räumen gesessen haben, Informationen zu generieren. Wie verlässlich ist diese Information bezüglich der erfassten Geräte und der damit verbundenen Anzahl von Personen? Ihr seht aber auch, ne, die Anzahl ist so gering, dass man in jedem Fall das noch weiter evaluieren muss, inwieweit die Aussage verlässlich ist von der Idee, die ich euch heute vorgestellt habe. Welche Fallstricke gibt es jetzt schon, die wir in unseren ersten Tests festgestellt haben? Es ist natürlich ganz klar so, ne, jeder von euch kennt das wahrscheinlich, ne, ihr habt nicht nur ein Gerät dabei, ihr habt mehrere Geräte dabei. Das bedeutet, man wird in jedem Fall sich damit noch mal ein bisschen auseinandersetzen müssen. Welche Geräte erfassen wir alle? Müssen wir Filter einbauen, dass wir beispielsweise bestimmte Geräte überhaupt nicht erfassen, um Rückschlüsse auf die Personenanzahl im Umfeld des Sensors treffen zu können? Weiterhin ist es so, ne, die ersten oder unsere Tests haben gezeigt, man muss auf jeden Fall darüber Gedanken machen. WLAN-Drucker, Router, also Dinge, die der Sensor quasi permanent erfasst, müsste man in jedem Fall herausfiltern, um dann verlässliche Aussagen darüber treffen zu können, wie viele Personen sich im Umfeld um den Sensor herum befinden. Ich hatte euch am Anfang die Idee zu dem Projekt von uns vorgestellt gehabt, ne, dass wir irgendwie versuchen wollten, möglicherweise Rettungskräfte irgendwie zu unterstützen, dass wenn die auf dem Weg zum Einsatzort sind, dass man dort ja unter Umständen, was die Koordination der einzelnen Teams möglicherweise angeht, dass man dort vielleicht schon nicht nur sagen kann, ne, wir müssen das gesamte Gebäude jetzt evakuieren, sondern dass man gezielt bezogen auf die Anzahl der Personen vielleicht die Teams auch direkt losschicken kann, was damit einfach eine Evakuierung unter Umständen besser vonstatten geht. Wir haben dann im März beziehungsweise April letzten Jahres auch relativ schnell gemerkt, okay, ne, das vorgestellte Vorhaben von uns oder die Idee, die kann sehr wohl auch für die mit Sicherheit jedem bekannten Hygieneregeln oder zur Einhaltung der Hygieneregeln auch verwendet werden. Ne? Also wenn ihr beispielsweise die Information habt, wie groß bestimmte Räume sind, könnte man natürlich auch darüber, über diese Erfassung, dann sagen, okay, ne, viel mehr Personen sollten beispielsweise in die X- und Y-Räume nicht reingehen, damit diese maximale Anzahl nicht überschritten wird. Beziehungsweise könnte man auch unter Einhaltung der Hygieneregeln auch dafür sorgen, dass bestimmte Besucherströme in einem Gebäude vielleicht anders verlaufen sollten, als wie sie vielleicht geplant sind. Nur um euch nochmal ein paar Ideen zu geben, für was das Ganze möglicherweise eingesetzt werden könnte. Das Schöne bei uns war gewesen, dass wir basierend auf dieser grundsätzlichen Idee, die ich euch heute vorgestellt habe, oder Teilen davon, dass es uns gelungen ist, ein Forschungsprojekt, dass ein Forschungsprojekt oder ein Forschungsvorhaben vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt wird und wir die Möglichkeit haben, jetzt noch bis Mitte, Ende nächsten Jahres uns weiter damit zu beschäftigen und weitere Untersuchungen und auch Analysen dort
zu machen in diesem, ja, wie ich finde, äußerst interessanten Umfeld. Das für euch als Ausblick, dass möglicherweise in jedem Fall nächstes Jahr bei der nächsten Foskis dort vielleicht weitere Ergebnisse, weitere Prototypen gezeigt werden können. Vielen Dank an euch alle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Interessantes zeigen oder vielleicht euch ein paar Anregungen geben, was man damit alles noch machen kann. Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal bei der Carl Zeiss Stiftung bedanken für die Unterstützung für Teile dieses Projektes und auch die generelle Unterstützung, was meine Stiftungsprofessur angeht. Vielen Dank an euch alle, an die Stiftung. Bis gleich und euren Fragen. Ciao. Ja, danke Pascal für diesen interessanten Vortrag. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich auf einmal hier bin, wir haben uns gedacht, wenn Pascal sich selber die Fragen stellt, wirkt das natürlich ein bisschen komisch. Von daher machen wir das mal spontan so und das ist quasi wie bei der echten Foskis-Konferenz, dass man zwischendurch dann ein bisschen umplant. Von daher, das, was offline funktioniert, funktioniert dann online. Also Pascal, erstmal danke für deinen Vortrag. Hier sind eine Menge Fragen reingekommen und wir gucken mal auf die Uhr. Von daher, ich glaube, so ein paar schaffen wir noch. Fangen wir mit denen an, die am meisten Votes haben. Wie geht ihr mit verschleierten MAC-Adressen bei den Probe-Requests in den aktuellen Smartphone-Betriebssystemen um? Um ehrlich zu sein, noch gar nicht wirklich gehen wir damit um. Ne, das, was ich vorhin im Vortrag vorgestellt habe, das war mal so unser erster Prototyp, unsere Version 01. Das sind jetzt so ein bisschen diese Besonderheiten, wo man dann mal gucken muss, wie man das zukünftig angeht. Was auf jeden Fall bei uns die Idee ist, diese MAC-Adressen und Gerätenamen und was es dort alles gerade in Richtung personenbezogene Daten gibt, geht. Da ist die Idee bei uns natürlich ganz klar, nicht irgendwie da eine zentrale Datenhaltung oder sowas zu haben, sondern dann ganz klar zu sagen, ne, diese Datenverarbeitung ein Stück weit passiert in jedem Fall nur auf dem Sensor und der Sensor wird dann nur an die vorgestellte Middleware irgendwie eine Information weitergeben, wie viele Geräte oder Personen sich im Umfeld befinden. Okay. Das heißt, auch eine Frage, die alle relativ als erstes aufgepoppt war, also wenn man das WLAN deaktiviert, bleibt man dann unsichtbar? Klar, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben unseren Sensor und unser Sensor sucht nur nach WLAN-Geräten im Umfeld, wenn jemand bei seinem Smartphone das WLAN auslässt, ausmacht, dann würde er bei uns unterm Radar fliegen, denn ist jetzt einfach mal. Die Idee ist aber nicht nur zu sagen, wir benutzen WLAN, sondern ne, es gibt noch Bluetooth, es gibt Bewegungssensoren, es gibt jede Menge andere Art von Sensoren, die man dort auch noch benutzen könnte. Und das mit den WLAN war jetzt nur mal ein Beispiel, was wir vorstellen wollten. Dann nochmal eine Frage Richtung der Daten für die stockwerkbasierte Auswertung. Sind die OSM-Daten dafür überhaupt vollständig genug? Sind die geeignet dafür? Weil da fehlen ja oft Anzahl der Etagen etc. Wie geht ihr damit um? Momentan ist ja ganz klar, ne, der Fokus liegt bei uns an der Hochschule. Die Hochschule Mainz ist derzeit noch nicht in 3D in OpenStreetMap gemappt. Der Plan ist aber schon, mit Studierenden es noch gemeinsam zu machen. Klar ist natürlich, ne, wenn jemand sagt, dass der Ansatz sehr, sehr gut von uns ist und der das irgendwie visualisieren oder übernehmen möchte, dann muss er natürlich dazu dann beitragen, gegebenenfalls das Gebäude in 3D oder zumindest die Stockwerke irgendwie in 3D zu erfassen. Ansonsten klar, ne? Das ist ein reiner Prototyp, was ich euch hier gezeigt habe, um überhaupt mal da Erfahrungen zu sammeln, wie man sowas umsetzen kann. Von Marktreife ist das sicherlich noch ganz weit weg. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen auf die Software ein, wenn ich auf die Uhr gucke. So zwei, drei Fragen schaffen wir, glaube ich, noch. Anscheinend hast du auch den viel Interesse geweckt bei so vielen Fragen. Erfüllen Ghost und Grafana gleich oder ähnliche Aufgaben oder wenn ja, was gibt es da für Unterschiede? Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Ein, zwei Sätze bestimmt, tiefergreifende Antworten nicht. Ne? Also bei uns war die Idee gewesen, wenn ihr nach SensorSyncs API sucht oder googelt, dann werdet ihr sehen, es gibt mindestens eine Handvoll verschiedene Implementierungen davon. Es gibt vom Fraunhofer, es gibt von Mozilla, es gibt noch weitere Implementierungen und das Ghost oder Ghost Framework, was wir dort eingesetzt haben, das war eine erste mögliche Variante davon. Inwieweit sich jetzt Ghost von Grafana unterscheidet, um ehrlich zu sein, ich kann es nicht beantworten. Es ist durchaus möglich, dass man mit Grafana
mit ein bisschen Programmieren, Implementieren das genauso oder vielleicht auch besser hinbekommt. Die Frage muss ich ein Stück weit passen. Alles gut. Letzte abschließende Frage, um das vielleicht so ein bisschen als Running Gag zu etablieren, weil es in dem Vortrag davor auch schon war. Die Frage war, ich frage jetzt lieber nicht nach DSGVO. Ich glaube, bei der ersten Frage so ein bisschen versucht aufzunehmen. Ne? Also ganz klar, wir versuchen hier personenbezogene Daten und was sonst alles dazu zählt. Ne, wir wollen, wie hatte ich mal woanders gesagt gehabt, ne, wir wollen mit Sicherheit hier nicht irgendwie eine Datenkrake oder sowas schaffen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das ein sehr, sehr heikles Thema ist. Deswegen aber halt ganz klar die Idee, so viel wie es irgendwie geht, auf dem Pi-Sensor zu machen und dass dort nicht irgendwo eine zentrale Datenhaltung ist mit irgendwelchen MAC-Adressen und was es da sonst noch alles so für Möglichkeiten gibt. Also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Versuchen wir im Blickfeld zu behalten. Ja, wunderbar. Und mit dem Blick auf die Uhr können wir dann sagen, dass das die letzte Frage war von dir. Hier geht es dann in 5 Minuten weiter mit einem Vortrag von Armin Reterath, Einsatz von FOSS bei der Bewältigung der Covid-19-Krise in RLP. Sicherlich auch noch ein sehr aktuelles Thema, weil der ganze Spaß ist ja noch nicht vorbei. Und von daher sehen wir, beziehungsweise sehen Sie gleich Pascal Neiss hier in 5 Minuten wieder als Sessionleiter. Und genau. Kurze Pause und dann geht's hier gleich weiter. Dankeschön. Bis später.